Schauspielerin Jessica Schwarz führt selbst ein kleines Hotel mit 4 Doppelzimmern. Diesem Haus in der Hamburger Hafen City ist sie auch verbunden, denn hier wird der echte Schwarzbrand ausgeschenkt. Rezept von Fati, einige Umdrehungen, sehr lecker, sehr empfehlenswert. Es bleibt aber keine Zeit für die Hotelbar. Die Schauspielerin hat einen vollen Terminplan. 5 Filme hat sie bereits in diesem Jahr abgedreht, dazu kommen PR- und Presseveranstaltungen. Jetzt plant sie eine 2-monatige Auszeit. Urlaub, Sommer, ist also im Moment auch tatsächlich zu Hause, was ich ganz schön finde. Also gar nicht so jetzt in die Ferne unbedingt wie alle anderen, sondern einfach mal da bleiben, wo man herkommt. Zuvor präsentiert die begeisterte Sportlerin und Yoga-Anhängerin gemeinsam mit Sternekoch Tim Raue ihre eigene Eiskreation. Mit Moon. Meine Mutter hat früher Moon-Eis gemacht. Und das habe ich vorher noch nie irgendwo gesehen. Ich habe es danach auch lange nirgendwo mehr gesehen. Und es hat einfach wahnsinnig gut geschmeckt. Und ich krieg diesen Geschmack auch nicht mehr aus dem Kopf. Also so was toll ist, ja, dass ich sowas, dass etwas so gut schmecken kann, dass es sich für so viele Jahre so ganz irgendwo versteckt und wenn man dran denkt, dass auch sofort abrufbar ist der Geschmack. Jessica Schwarz ist nicht nur als Schauspielerin auf der Leinwand und im Fernsehen begehrt. Im Herbst beginnt sie mit ihren ersten Theaterproben. Hollywood ist für die 35-Jährige kein Thema. Also klar, ich könnte jetzt sagen, gut, ich schmeiß jetzt hier alles hin und ziehe nach L.A. Das haben auch einige gemacht und auch einige mit Erfolg. Ist mir jetzt aber gar nicht so wichtig, Hollywood. Nee, ich habe da auch komischerweise, bin ich extrem entspannt. Ich weiß ja, dass Sachen da sind, die ich auch abgesagt habe. Und solange es so ist, ist es wirklich gut. Also ich mach mir im Moment keine Sorgen. Ich habe ja auch mein kleines Hotel und bei dem gibt es immer viel zu tun. Also es gibt sowieso immer irgendwie was zu tun und ich versuche mir mal keine Sorgen zu machen. So freut sich Jessica Schwarz auf den Sommer zu Hause. Mit allem, was dazugehört.